Spruch. Hallo meine Magic Unicorns, einen schönen Tag wünsche ich euch. Auf jeden Fall habe ich ja in dem einen Video gesagt, dass ich da meine letzte Pinkbox erhalten habe. Das hat an sich eigentlich gar nicht gestimmt. Also ich bin total davon ausgegangen, dass es die letzte Pinkbox war, aber nein. Überraschenderweise kam ein Monat danach wirklich die letzte Pinkbox. Und ja, ich wollte euch natürlich nicht vorenthalten, was ich darin befand, und ich habe sie für euch aufgehoben, und jetzt hat das momentan einfach mal gepasst, dass ich dachte, ich drehe einfach mal dieses Video. Und ja, ja, ich bin heute ungeschminkt und total ungestylt, ja, weil wie ihr schon hört, ich bin natürlich wieder krank, war ehrlich gesagt wieder klar, und ja, jetzt gerade kurz vor Weihnachten ist das richtig scheiße, aber was will man machen? Passiert einfach. Da war auf jeden Fall ein Badezusatz dabei, von Litamin mal wieder, Privat, Spa, Relax heißt das irgendwie, Duftöl, Pflegeschaumbad auf Arganölbasis und ja, mit entspannenden Melisse-Extrakt. Klingt, finde ich, schon mal sehr gut, und ja, die Farbe ist total geil, so türkis. Bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt drauf, ob das Wasser sich dann auch so türkis färben wird oder ob das Wasser normal bleibt. Ich kann euch auf jeden Fall dann darüber berichten und ja, einfach mal schauen. Aber ich habe erstmal noch genug Badezusätze, von daher, damit bin ich erstmal total bedient. Dann war da als Zeitschrift die Joy dabei gewesen. Da war hier vorne irgendwie so eine Frau drauf, die ich jetzt persönlich überhaupt gar nicht kenne. Also ich habe sie noch nie irgendwo gesehen, und von daher kann ich euch ehrlich gesagt dazu nichts sagen. Sie heißt irgendwie Leighton Meester oder irgendwie so in der Art. Sagt mir persönlich überhaupt gar nichts. Falls irgendwie jemanden von euch da Name was sagen sollte, dann seid ihr klar im Vorteil. Weil ich weiß mit dem Namen definitiv nichts anzufangen. Dann war da so ein Pink Box Girl Power Fotoset irgendwie dabei. Ja, das sind so diese Dinger, die könnt ihr so ausschneiden und dann könnt ihr die so an Schaschlikspieße kleben. Halt so just for fun, womit man dann halt zum Beispiel in so Fotoboxen oder so lustige Fotos machen kann. Und ja, hier ist das zum Beispiel, da steht hier O in so einer Sprachblase und dann Sprechblase. Dann ist hier ein roter Mond. Dann ist da so ein Helm, der erinnert mich irgendwie total an Batman. Ich weiß auch nicht. Girl Power. Oops, I did it again. Ja, genau. Und dann nochmal hier dieses Kronenviech. Ja, das sind auf jeden Fall so die Dinger, und die kann man halt, wie gesagt, ausschneiden. Finde ich ehrlich gesagt nur ein bisschen blöd, weil wenn man dieses Girl Power ausschneidet und man will vielleicht irgendwie auch noch den Kussmund oder das O haben, funktioniert das vorne und hinten nicht. Also das haben die wirklich blöd durchdacht und haben das irgendwie blöd gedruckt. Aber naja, gut. Der eine oder andere wird sich dann entscheiden müssen. Ich meine, ich werde diese Dinger wahrscheinlich eh nie benutzen. Von daher ist mir das ehrlich gesagt auch total egal. Und ja, dann war da halt natürlich wieder dieser Kalender dabei. Das war ja, war hier wieder so dieser Gutscheinkatalog, wie jedes Mal eigentlich. Und ja, habe ich ja, Entschuldigung, habe ich ja das letzte Mal gekriegt, von daher ist die Sache auch gegessen. Und ja, auf der Box war vorne natürlich die Wonder Woman drauf. Wonder Woman heißt sie, genau. Und ja, da steht dann halt auch Girl Power. Und ja, so an sich war die Box halt in Blau gehalten. Von daher, es war wirklich nur der Deckel, der aufgefallen ist. Und in der Box befand sich natürlich die Pinkbox-Karte wieder. Und dann war da so eine Karte von Wonder Woman drin. We all have a Wonder Woman
Inside Us. Also wir haben alle eine Wonder Woman in uns, also in uns allen steckt eine Wonder Woman, um das auf Deutsch zu übersetzen. Und ja, wird auf jeden Fall an meine Wand wandern, weil ich finde das irgendwie so in diesem Comic-Style total geil und das macht sich an meiner Fotowand dann bestimmt gut. Von daher, also das ist keine schlechte Idee. Dann war da noch eine bei, die ist auch so in dem Style. Who wants the world? Who wants the world? Girls. Und ja, so sieht das halt aus. Ist halt so dieses Boom, Bang, Bam. Ja, halt so wie das eigentlich im Comic ist, wenn da der eine dem anderen irgendwie ein blaues Auge haut oder so. Dieser Effekt. Richtig geil. Ja, dann gab es noch Girl Power. Das war die letzte Karte. Die finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschend. Aber naja, gut, ne? Habe ich sie dann halt. Mal gucken. Ich kann da ja ehrlich gesagt auch auf die Seite dann irgendwas anderes draufkleben. Kann man sich ehrlich gesagt selber eine Karte irgendwie gestalten. Für Geburtstage, für Hochzeiten, wo ich weiß nicht für alles Mögliche einfach. Und dann war da eine Leseprobe wieder mit drin von Danielle Page. Tine Man steht da nur an der Seite. Snow. Die Prophezeiung von Feuer und Eis, kostenlose Leseprobe. Ja, keine Ahnung, um was es da drin geht. Hinten ist keine Auskunft. Von daher kann ich euch nicht vorlesen. Dann waren da Proteinbälle drin. Und ja, ich hatte ja schon mal diese Proteinbälle gekauft im Rewe in Essen. Und da haben die mir ja nicht sonderlich gut geschmeckt. Ich hatte ja die mit Kokos gekauft. Und in der Box waren jetzt die mit Kakao und Orange. Und ja, mal gucken, wie die so schmecken. Aber ich denke mal, sie werden mich nicht vom Hocker reißen. Und ja, da muss ich so großartig dann eigentlich auch nichts zu sagen. Weil für diese Proteinbälle bin ich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so zu haben. Aber ich werde sie halt doch essen, weil sie in der Box drinne waren. Und dann war da eine Maske drinne. Multimasking heißt es. Bedürfnisgerechte Pflege und Reinigung der Gesichtszonen mit bunten Tonerden, normale und Mischhaut. Gibt es einmal oben, da steht die 1, das ist für die Wangen. Und unten bei der 2, das ist für die T-Zone. Rosa für Entschuldigung. Rosa für die Wangen und grün für die T-Zone. Steht da oben dann auch nochmal. Und ja, weiß halt ehrlich gesagt jeder, wie man eine Maske anwendet. Von daher, ja, mal gucken. Ich denke mal, dass ich mit diesen Masken so zweimal auskommen werde, vielleicht auch dreimal. Weil es kommt mir doch wirklich sehr viel an Menge da drin vor. Also ja, ich habe das Gefühl, dass es mehr werden könnte als eine Anwendung. Jo, dann war da ein Lipgloss drinne, der ist von Etrebelle. Etrebelle kennen wir ja mittlerweile. Hatte ich ja, glaube ich, schon ein oder zweimal Produkte von in der Box gehabt. Aus der Gloss Collection ist der, ist so ein wunderschöner Rosenholzton. Also mir gefällt er auf jeden Fall. Wird natürlich noch nicht aufgemacht, weil ich noch etliche Lipglosse und Lippenstifte angebrochen in Benutzung habe. Deswegen, ja, hebe ich mir dann mal für eine besondere Zeit, wenn ich überhaupt nichts mehr habe, auf und dann wird er benutzt. Dann war da von Dessence. Ja, Dessence Paris war da strahlende Farbpracht drinne. Doppelfarbelixier mit Vitamin E. Verschönert koloriertes Haar. Erstens Geschmeidigkeit und Schutz und zweitens Farbglanz ohne Ausspülen. Koloriertes Haar und das ist wohl noch relativ neu. Ja. So, es ist auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ist das so zweiphasig. Entschuldigung. Oben ist da halt irgendwie so eine durchsichtige Phase und unten ist das irgendwie so pink. Sieht total geil aus.
Und ja, das müsst ihr dann natürlich so schütteln und dann könnt ihr das in eure Haare irgendwie geben. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und sieht so geschüttelt total geil aus, irgendwie mit diesen Blasen da drin, ne? Habe ich persönlich noch nie was von gehört von dieser Marke. Wobei, ich glaube, die Songs gibt es auch bei DM. Ich habe mir davon, glaube ich, mal ein Shampoo gekauft. Aber ich bin nicht sicher. Und dann zu guter Letzt war da ein. Ach, jetzt ist aber gut hier. Und zu guter Letzt war da von 007 for Woman 3 ein Eau de Parfum mit drin. So sieht die Verpackung aus. Und ja. Dann holen wir mal das gute Stück da raus. So sieht die Flasche an sich aus. Finde ich sehr schön, weil das wirklich sehr schmal gehalten ist und sie ist auch wirklich relativ lang, also da ist eine ganze Menge drin. Da ist eine ganze Menge drin, das sind 7,4 Milliliter und ja, auf jeden Fall habe ich da schon dran gerochen und es riecht auf jeden Fall wirklich sehr gut und ja, ich kann es nur empfehlen. Hier ist heute irgendwie die Hölle los. Hier ist vorhin auch eine Hochzeitsgesellschaft von Türken irgendwie vorbeigefahren. Von daher wundert euch nicht, wenn das hier ab und zu mal irgendwie im Hintergrund hupt. Ja. So. Das waren die Sachen, die in der Box drin waren. Also ich finde die Auswahl wirklich gut. Die scheint sich richtig Mühe gegeben zu haben für meine letzte Box. Und das freut mich natürlich. Also ich bereue es wirklich nicht, die Entscheidung getroffen zu haben, die Pinkbox abbestellt zu haben. Weil ich wirklich ehrlich gesagt Produkte noch en masse habe. Und wenn ich irgendwas Neues sehe, was ich gerne haben möchte, dann kann ich mir das auch selber kaufen. Das Einzige, was ich vielleicht im nächsten Jahr ausprobieren werde, ist, dass ich mir mal eine Glossy-Box bestelle. Weil ich mal gucken möchte, ob da irgendwie ein Unterschied besteht zwischen der Pinkbox und der Glossy-Box. Und da wollte ich einfach mal gucken. Also das James Bond kostet auf jeden Fall 6,20 Euro. Litamin Privatspa kostet 3,50 Euro und Balea die Multi-Masking-Maske kostet 95 Cent. Das Dessence Dings da Bums, da kostet 7 Euro. Etrebelle Cosmetics, der Lippenstift, der kostet 14,90 Euro. Und die Proteinbälle kosten 2 Euro und die Joy auch 2 Euro. Ja. Das war mein wirklich allerletztes Pinkbox-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch schöne Festtage mit euren Liebsten und eurer Familie und euren Freunden. Habt ein schönes Fest und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi, alles Einhorn.